Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omikron. Ich bin DC Steve und Alright, let's play Ritual. ja, wir haben im letzten Part schon das Thema Porenta angesprochen. Und noch so ein paar andere Dinge, die am Pokémon Porenta so ein bisschen unlogisch blöd sind, ne? Und zwar. Kommst du denn nicht? Ah, nee, da oben war es, Genau, da oben links, genau. genau. Und zwar die Wir Position müssen im. auch jemanden zu schnell beibringen. Ja, stimmt. Und zwar die Position im Pokédex. Die Position im Pokédex ist halt. Dafür, dass Porenta eine ganz normale Ente ist, ist es ziemlich weit hinten. Ich meine, es Genau. ist hinter Magneton, ne? Und Magneton ist ja schon Ja, eher so ein das. künstliches Pokémon, ne? Und dazu kommt noch, dass man Porenta sehr früh im Spiel bekommt. Dritte Arena-Urn. Und wiederum Dodu Safari-Zone. Das nach dem Gut, fünften also Orden. nach dem vierten. Du kriegst es ja nach dem vierten, das ist ja bei dieser Fahrradroute da unten dann. Ja. Wenn du Dingsbums City von links betrittst. Cut. Also vom Fahrradweg. Nein, Leute, wir cutten hier nicht den Path, wir möchten jemanden Cut beibringen. Der Einzige, das lernen kann, ist natürlich, wir brauchen erstmal eine VM-Sklaven. Los, hau mal Togepi raus, ich weiß gar nicht, warum wir den überhaupt dabei haben. Warum zum Teufel haben wir Togepi dabei? So. Werfen wir es raus. Auf jeden Fall ist die Position von Porenta recht ungünstig gewählt worden. Und da frage ich mich wirklich, was sollte das an der Stelle? Move-Pokémon. Nehmen Wer von denen kann denn zu Schneider erlernen? wir. Kann das Mankey? Fragosso? Dieser Samen auf jeden Fall. Wenn wir ein Pokémon haben, das es auf jeden Fall lernen kann, dann nehmen wir das auf jeden Fall rein, ist, wie gesagt. Vor So. allem, dass man hier wieder so ein doofes Togepi aus dem Ei bekommt. Ja, ich hoffe, dass wir bald den entsprechenden Ersatz bekommen. Ich weiß schon, was es sein wird. Für Der kann dann Zerschneider. direkt Cut lernen. Achso. Denn natürlich brauchen wir die VM nicht lange im Team. Also ich weiß nicht, wie lange wir sie brauchen, aber es sind wir jetzt natürlich auch wieder einen VM-Ersatz. Möglicherweise finden wir ihn hier, hinter diesem Zerschneiderbusch. So. Na, natürlich noch ein wildes Pokémon. Und zwar ein Oh Gott. Da muss ich nicht erst. Hippopotas, die beschwören erstmal einen Sandsturm. Ja. Der wird ja auch gespielt sogar. Das ist die Weiterentwicklung da natürlich. Na klar. Ein Ultraball. Ist so ein Hyperball. Genau. Oh, nett. Ich glaube, hier oben rechts war noch was zum Cutten jetzt. Ja. Da liegst du goldrichtig. Da bekommen wir einen weiteren Pokéball mit einem ungewissen Inhalt. Revive. Beleber. Ja. Fair. Und ich glaube, hier war auch was zum Zerschneiden drin, oder? Das ist ein Wald. Da muss immer was mit zerschneiden sein. Da rechts nicht. Nein. Hier ist jetzt diese Anglerbrücke. Nee, doch nicht. Nee, nee. Das ist ja schon sehr weitläufig. Hier können überall was mit Zum zerschneiden. Beispiel hier rechts, wie kommt man da hin? Haben wir schon mal? Nee, da waren wir schon, aber da kommen wir nicht hoch, okay? Da brauchen wir wahrscheinlich hier Surfer. Da kann man gar nicht surfen, oder? Ich meine, sind wir oben auf einer Brücke. Aber hier rechts ist noch was, ne? Das könnte Offensichtlich. auch nur eine Trap sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Spiel so eine Falle stellt. Fianga City, okay, dann. Bei der Arena leider, ne? Dann heilen wir uns aber hier aus Sicherheitsgründen. Na, in der, Im Denn Pokémon Center. ansonsten würden wir tatsächlich mit unserem Pokémon, ja, dann wieder nach unten laufen. Ist auch sowas Dummes. Denn man kommt immer in die letzte, ins letzte Pokémon Center zurück, in dem man sich geheilt hat. Ja, genau, mit Teleport, ja. Auch wenn man K.O. geht. Ach so, das meinst du? Ja, das stimmt. Ja, das heißt also, in jedem Pokémon Center wird sozusagen so ein unsichtbarer Speicherpunkt gesetzt. Genau. Oh, nee, oder? Ja, da war das mit dem Typen. Hey, Gem in the Making. The Fianga City Gym is lead by Ro. Was hast du jetzt hier so schnell weggeklickt? Okay, ein Roboter? PK096 uses Steel-Type Pokémon.
Fighting and Fire beat Steel, so those are your best bets. Good luck. Ich nehme an, du verstehst nun, warum ich dir gesagt habe. Okay. Dann spielen wir hier aber trotzdem erstmal mit Sidra. Mon. Und dann wechseln wir. Oh Gott. Tja. Ich glaube, die Sterne sollen was sagen. Aber. Tja. So. Bist du den falschen Weg gegangen, ne? Sterne sollen einfach nur Wegsperren sein. Mhm. Trainer scheint es ja nicht zu geben. Nee. So wie es aussieht, nicht. Ja, aber ich denke, du warst schon fast richtig. Geh nochmal dahin, wo du gerade eben schon warst. Geht's? Muss man nach oben? Genau, nach oben, nach links. Und dann hier, speichere hier am besten mal ab. Und nimm dann mal einen der beiden Wege hier. Ich nehme mal den nach unten. Ja, ich hätte auch den erstmal nach unten genommen. Da links muss man hin. Ja, genau. Da links muss man, also da oben. Genau. Drück mal F12 oder na gut, oder auch nicht. Ist ja ein kurzer Weg. Ja. Und dann nimm mal hier den oberen Weg, ne? Genau. Ja, dann sind wir richtig. Genau, sehr gut. So, das ist ein Pokémon. Dann kämpfen wir jetzt gegen einen Honzel. Ja, und daneben ist das Schwert als Pokémon. Vor allem, wenn man schon hier gegen. Na, wollen wir sofort Staraptor? Nee, wir versuchen es mal erstmal ohne Staraptor, würde ich sagen. Und Staraptor. Staraptor nehmen wir als Joker. Bim ist mittlerweile so weit hinterher, ey. Das ist echt krass. Bim wird auch ziemlich nutzlos hier sein, ne? So. Hold all intruders! Hold all intruders! Warte mal, der Typ ist ein Roboter. Ach so, der Arena, der ist hier ein Roboter. Oh Mann, das hat er am Anfang noch gesagt. Entschuldige. The Ori region must be guarded. Intruder, intruder in the mine. Tja. Okay, das. Arena-Leiter. Wow, das ist cool. Robo-Leader. TK. Ich weiß gar nicht, wie den Strich nennt. Ja, dann mach mal. Bubble Beam oder Brian? Ja, Brian ist gut. Oho, Screech. Unsere Verteidigung sinkt. Egal. Ist nicht unbedingt gut, aber. Das war ja schon mal ganz gut. Kannst du das Pokémon jederzeit austauschen? Bronzor. Lake, weiter. Ja. Future Side. Tja, da kommt dann irgendwann in der Zukunft eine Attacke an. Ja. Iron Defense. Ist egal. Ich denke auch. Und ist kaputt. Tot. Okay. Geht bisher doch wesentlich besser voran, als ich gedacht habe, aber Metang. Wohl nee, da hängt was dumm drin zu bleiben. Weil der greift jetzt physisch an. Die Verteidigung ist ja gesenkt. Agilität. Der versucht erstmal schneller zu werden als wir. Und noch schneller. Jetzt habe ich langsam Angst, dass unser Team kaputt macht. Zen Headbutt. Oh, das ist gut. Flinched, das ist nicht gut. Na. Super Potion, das ist gut. Warum sind wir da geflüchtet? Weil wir hätten ihn dann besiegt, weil jetzt hätten wir die Angriffe ja doppelt Angriff gehabt. Genau. Ne? Oh, das ist echt blöd. Staraptor? Ja. Nur dafür Staraptor. Intimidate wirkt nicht, schade. Und Close Combat. Zen Headbutt. Ja, unsere Verteidigungswerte sinken. Ich denke auch, das ist in Ordnung. Und als nächstes kommt Magneton. Dafür haben wir es da. Ich hoffe, es funktioniert. Ach, hervorragend. Ich hab gesagt. Weil in so viel Oberlevel sind, wir sind gerade eher underleveled. Wow, Level 31, ne? Ich glaube, das ist das einzige Pokémon, was über 31 wäre. Mhm. Oh, nicht. Und da kommt das Schwert.
Dagegen funktioniert Nahkampf nicht. Stimmt, das ist ein Geister-Pokémon. Da werden wir wohl Igelsamen machen müssen, ne? Ja. Dagegen funktioniert das nicht. Wow, damit ist auch das Pokémon, was neben ihm stand, nicht das stärkste. All intruders must be exterminated. Er hat das Schwert. So, Lichtseed. Shadow Sneak, das ist der Ruckzuck-Keep. Ruckzuck-Keep in Geistturm, ja. Und. Kann man mitnehmen. Dann versuchen wir ihn einzuschläfern, ne? Ja. Gut. Das versuchen wir ziemlich oft damit in letzter Zeit. Gut. Okay, ja. Da muss ich zugeben, war die Arena doch einfach, als ich gedacht habe. Auch ohne Close Combat, aber. Schon geil. Es sah auf jeden Fall erstmal schwierig aus, ne? Ja. Aber interessant ist, hier keine weiteren Trainer drin sind, ne? Irgendwie, dass man hier. Ich denke aber, Close Combat gegen Magneton schon ziemlich weit geholfen. Ja, natürlich. Ich denke mal so, wir hätten das mit Tränke-Spam auch geschafft. Naja, höre ich den Verteidigung, ist mir egal. Ich denke auch, das ist wirklich egal gegen unser Team. Full Restore. Komm schon, bitte. Es war ja klar, dass er eine Top-Genesung einsetzen muss. Dann versuchen wir nochmal einzuschläfern. Ich meine, wir machen so wenig Schaden, dass es auch okay ist, dass wir mal Razorleaf aussetzen. Ist schon schlimm, oder? Das Igelsamer hat mehr Schaden als Razorleaf hier. Tja, Igelsamer, ich hab doch gesagt, das ist eine gute Fähigkeit, ne? Aber die wurde erst gebufft in der zweiten Linie, die war in der ersten Linie war Igelsamer noch viel schlechter. Wirklich? Mhm. Hat das weniger Schaden abgezogen? Ja. So. Oh, so, Mann. Noch 10-mal Rasierblatt? Nee, zum Glück nicht, wir haben ja den Igelsamer. Ja, aber wir machen es lieber Sleep Powder. Siehst du? Na, wir müssen ja nach Möglichkeit mit 77 Trefferpunkten den Kampf gewinnen. Alles andere wäre ja doof. Jetzt können wir wieder Rasierblatt machen. Er kann quasi nicht mehr gewinnen. Was müssen wir eigentlich? Eine weitere Top jetzt müssen wir eigentlich Tackle machen. Nee. Immer. Denk dran, Rasierblatt hätte auch daneben gehen können. Abgesehen davon musst du ja ohnehin ins Pokémon Center. Sehr schön. Ding! Noch 2 Level. Error! Error! System Failure! Relinquishing a Reward! Das Android Badge. Okay. Error! Error! Giving TM Data to Intruder! Gyroball! Das ist gut. Ja, nur nicht für unsere Pokémon. Ja, okay, wir wissen ja, was ja, hier genau, der kannst du mal kurz erklären? Genau, also umso langsamer das Pokémon ist, dass es einsetzt, umso stärker ist der Angriff. Deswegen ist es auf diesen Stahlpflanzenvieh, desto langsam ist auch richtig gut. Ja, und jetzt können wir welche vor allem nochmal lernen? Nutzen? Hat er irgendwas dazu gesagt? Uns hat das mal jemand gesagt, welche vor allem wir jetzt können. Ne, wir haben Cut und... Ja, deswegen wundere ich mich gerade, welches... Er hat doch jetzt gerade nichts gesagt, er hat doch die TM gegeben, das war's, oder? Ich glaube, ja. Ich habe jetzt auch gerade für einen kurzen Moment weggeguckt, ich habe also auch jetzt gerade nicht darauf geachtet, was er noch sagt, dummerweise. Das ist immer so geil. Die Frage ist auch, wo zum Teufel geht es jetzt eigentlich weiter? Ich denke mal, jetzt kommen wir unten durch die Höhle. Ach, stimmt, der alte Mann lässt uns jetzt wahrscheinlich weiter, oder? War das woanders? Nee, das war woanders. Es gibt jetzt... Die... Ja, genau, dann versuch einfach unten durch die Höhle zu gehen. Ich denke auch, du bist wahrscheinlich mittlerweile stark genug. Hast ja schon 4 Orden von 8. Ja. Ja, das war jetzt interessant. Wir haben jetzt eigentlich eine Menge Weg gehabt und jetzt 2 Orden direkt hintereinander, ne? Ja gut, dann gehen wir jetzt zurück. So, Limas, ich glaube, uns wurde gesagt, was wir machen sollen, wenn wir den Orden haben. Puh. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, uns wurde das definitiv gesagt, das ist das Problem, aber es ist schon wieder für uns jetzt locker 5-6 Tage her, oder ja, nicht 6, aber 5 Tage ist das schon her. Ja, das ist ohne Journal immer ein bisschen doof, aber eigentlich, die Sache ist, wir müssen eigentlich nur den Weg finden, so lange, bis wir keine Trainer mehr finden können. Übrigens, 6. Gen-Pokémon.
Ja, solange es Trainer gibt, die gegen uns kämpfen, wissen wir eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ne? Genau. Ja, ich Genau. denke einfach mal, mit der Höhle sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Das könnte schon der richtige Weg sein. Ich werde jetzt aber bewusst mal nicht in den Pokémon Center wo reingehen, damit wir uns so wieder nach oben teleportieren können. Das klingt gut. Für den Fall aller Fälle. Ich weiß, ganz am Anfang konnten wir noch was cutten. Also wo wir angefangen haben, das Spiel. Oh, ich freue mich schon, wenn man Fliegen hat. Dann ist ja so Fliegen Pseudo-Open und zu World. fliegen und zu trümmern. Ja, jetzt können wir hier reingehen. Route 309. Route 309? Route 309. Das ist Route 309, das ist gut. Machen wir einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich mit einem neuen Pokémon wieder, oder? Frage ist natürlich, ob es das dann überhaupt schon direkt hier oben gibt. Ja, kundiert einfach mal ein bisschen die Gegend und schauen, ob wir es finden. Und schwarzer Hintergrund. Okay, weil es ja angeblich so dunkel ist. Ich habe es jetzt auch nicht so wirklich verstanden. Es sieht eher so aus, als hätte man vergessen, was einzufügen. Oh, zwei Sonnen fehlen. Aber jetzt sind die Pokémon Level 20 wieder. Also ich denke nicht, dass wir overlevelt sind aktuell. Ich denke mal, es ist schon. Das Nee, nee, ist. nee. Wie sollten wir denn overlevelt sein? Wir haben noch nicht gegrindet. Ja. Es gibt hier eine Menge Wege, die man gehen kann. Das scheint auch eine stressige Höhle zu werden. Ja. Und hier ist es. Joltik. Dick. Ja, das wird unser neues Pokémon werden. Das dritte. Das Gute ist, es ist schon Level 22. Wir müssen es nicht mehr so hoch Ich trainieren. sag was, sag ich dritte, was ist fünfte? Teammitglied. Nein, 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 nein. Gedanklich haben wir Kadabra schon längst wieder rausgeschmissen. Es ist echt schlimm, Mann. Warum hält das so wenig aus? Oh. Ah, ist eigentlich das Wesen doch zu schlecht? So. Dann machen wir mal Tackle. Ich denke auch, Tackle sollte ihn eigentlich nicht töten. Es war knapp, aber es war auch ein Crit. Oh Aber wenn ich das Mann. gerade schon dachte, okay. Oh Mann. Los, Great Ball. A good high performance ball. Das klingt doch immer gut. Das Pokémon ist vom Typ Elektro und Käfer. Wir haben uns dafür entschieden, damit wir einen Elektro- und einen Käfer-Pokémon in unser Team bekommen. Genauso sieht's aus. Ja. Ja. Ihr seht, das ist ziemlich klein. Es bekommt noch keinen Spitznamen. Wir wissen ja noch nicht, ob es das Wahre wird. Dann würde ich sagen, gehen wir aber mal. Direkt wieder zurück und schauen nach. Schauen uns das mal an. Hier geht's raus, ne? Ja, Ich habe keine Ahnung. genau. Und dann können wir ja auch glücklicherweise hier das Pokémon Center jetzt auch offiziell nutzen. Genau, weil wir haben ja den Weg gefunden, bei dem es weitergeht. Ja. Also, ich muss sagen, mir gefällt die Edition wirklich richtig gut. Und da kann man echt nicht meckern. Das ist. Das Spiel bietet echt viel Content und es hat mal eine echt packende Story, ne? Also vom Team her. Die Bösewichte machen auch mal was. So, da hinten ist es. Dann Das geht zu wollen. den Warte mal, das. Statuswerten. Also, wir wollen das im Idealfall mit plus Spezialverteidigung. Plus Spezialangriff, minus Angriff haben. Okay. Also mäßig. Und wir haben minus Spezialverteidigung? Nee, Ne, minus minus Verteidigung Verteidigung plus plus Spezial. Spezialverteidigung. Du kannst es dir überlegen, wir können ja, wir beenden jetzt an der Stelle ohnehin den Part. Wir können ja Ja. jetzt einfach nochmal kurz rumschauen und vielleicht Genau. finden wir ja was Besseres, ne? Ja. Oh ja, das ist auch nicht unbedingt gut, die DDVs. Gut, Speziallage 24, das ist wichtig. Ich denke mal, mal schauen, wir werden sehen, wir werden sehen. Gut, dann, ich war DSD Steve und Oh ja, Let's Play Retro. wir uns wie immer um einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö.